Heute probiere ich gemeinsam mit The Whiskey Waiter von BrewDog den Berlin Pilot Nummer 17 Coconut Porter. Herzlich willkommen zum Knölsch Bierkanal. Ich bin heute zu Gast beim Manuel, The Whiskey Waiter. Unten verlinke ich euch mal seine YouTube-Seite. Und er hat mir netterweise von Marco Bonn aus dem Brüder Whiskyhaus dieses Bier mitgebracht. Der Marco Bonn, sieht man auch unten, hat das dem Manu mitgegeben und ich soll es gerne mal testen. Ja, vielen Dank, dass ich dein Equipment benutzen darf heute. Ja, kein Problem. Die zweite drauf habe ich noch nicht drauf. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, probier mal. Warst du schon mal im Brühl? Ich war schon mal im Brühl, aber noch nicht beim Marco. Ich habe es noch nicht geschafft. Die haben nämlich inzwischen eine sehr große Craft Beer Abteilung. Auf jeden Fall, da muss ich mal hin. War schon lange in Planung. Ein guter Freund von mir wohnte mal in Brühl und ich habe es trotzdem in der Zeit nie geschafft, mal zum Marco zu kommen. Das ist echt ein Ding. Aber das wird nachgeholt, Marco. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ja. Hast du das schon? Ich habe beim Vatertagsfest mal kurz probiert. Okay, alles klar. Dann sag mal nichts. Gucken wir gleich, was es ist. Also, das ist von BrewDog. BrewDog ist eine Brauerei aus Schottland. Das waren zwei Jungs, die 2007, damals im Alter von 24 Jahren, diese Brauerei gegründet haben. Aus einer Laune heraus, wahrscheinlich aus einer Bierlaune heraus, haben sich unheimlich viel Geld aufgenommen und haben diese Brauerei gegründet. Jetzt, etliche Jahre später, gibt es mittlerweile 5 Brauereien. 2 in Schottland, eine in Ohio, eine in Berlin, da kommt das her, und eine in Brisbane, Australien. Also wir haben echt aufgedreht. Die gehören alle einem? Die gehören alle wohl diesen Jungs, wenn ich richtig verstanden habe. Cool. Und die machen etliche interessante Biere. Wenige hatte ich schon von denen, ich muss da noch einiges nachholen, denke ich. Die machen ganz interessante Geschichten mit verschiedensten Hopfenarten, verschiedenste Biersorten, das ist schon interessant. Das hier ist in Berlin gebraut und das hat, ja, wie gesagt, das heißt Kokosnuss Porter. Porter, dunkles Bier, also der macht gleich was Schwarzes hier im Glas. Das hat einen Hopfen drin, den Sabro-Hopfen, der schon von sich aus eine gewisse Kokosnuss Aromatik mitbringen soll. Außerdem etwas Holzaroma. Des Weiteren ist aber außer den normalen Sachen wie Malz, Wasser, Hefe noch ein bisschen Kokosnuss drin wohl. Für 1% habe ich gefunden im Netz. Also es ist nicht reinheitsgebotkonform, dürfte nicht draufstehen theoretisch. Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe, 1% Kokosnuss, natürliches Aroma. Naja, okay, also es ist kein reinheitsgebot Bier, muss aber auch nicht sein, ist nicht schlimm. So, genau. Who cares? So, genau, who cares? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja. Ich, aus Brühl. Genau, so ist es. Was hast du zu sagen? Nö. Pilot nicht. 17? Was heißt denn Pilot 17? Warum das Pilot heißt, habe ich nicht gefunden, aber es ist aus Berlin. Deswegen heißt es Berlin Pilot 17 wohl. Ja, aber schön warum? Kalt ist es. Jetzt kriegst du Durst. Das ist Durst. Das hat 5,8 Volumenprozent. Das geht noch stärker auf was bei Porter, aber gut. Schau mal, nicht, dass jetzt zu sehr spritzt, ja, das Equipment. Nein, tut's nicht. So, gib mal ein Glas, ja. Dein Glas. Mein Glas, ich hab Gläser mitgebracht. So. Ach, so viel. Da. Wir haben noch ein paar Biere vor uns. Haben wir. Für alle, die sich wundern, warum wir noch ein paar Biere vor uns haben, wir machen jetzt gleich im Anschluss das Charity Beer Tasting bei mir auf dem Kanal. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann schaut gerne nochmal nachträglich rein. Wird bestimmt interessant. Weil wenn das Video rauskommt, ist das schon gelaufen. So, aber egal, macht nichts. So, komm, ich jetzt noch ein bisschen drauf. Mal riechen. Oh, sehr süß. Ja, süß. Kokosnuss habe ich jetzt nicht im Aroma. Ja, doch schon. Aber eher jetzt, so Bounty-mäßig. Jetzt kam gerade so ein bisschen Schwung. Aber ist nicht, wo ich sagen würde, ja, direkt als erstes Kokosnuss. Es ist nicht so eine frische Kokosnuss, sondern eher so wirklich Bounty, künstliche Kokosnuss. Ja, dieses Noten. Gemansche in dem Bounty. Wobei ich mag Bounty. Ich weiß gar nicht, wie macht man das beim Bier? Ist das ähnlich wie bei Whisky und ich muss jetzt 1000 Aromen rausriechen? Nee. Oder? Also meiner Meinung nach nicht. Ich bin ja auch beim Whisky nicht gut drin, 1000 Aromen rauszuriechen. Klar, du kannst schon einiges rausriechen, aber ich finde, oftmals
du hast so ein bisschen dann was vom Malz oder was vom Hopfen oder beiden und dann ist es irgendwann auch schon zu Ende. Also aber ich finde, je länger man dann riecht, desto mehr kommt die Kokosnuss kommt schon durch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es wurde irgendwo beschrieben, Pina Colada. Dann muss ich sagen, habe ich so viel Pina Colada nicht gehabt, obwohl es gab neulich dieses Tasting bei dir. Bei mir? Dieses mit dem Baileys. Ah ja, mein Baileys Tasting. Baileys Tasting. Da war doch dieses Baileys. Das hat aber mit Pina Colada nicht viel gemacht. Ja, aber es hatte so einen ananasigen Geruch, wo der Ananasgeruch fehlt hier. Ja, tatsächlich, die Koks kommt ein bisschen mehr durch. Na dann. Ja, Prost. Zum Wohl. Prost. Im Geschmack ist wesentlich mehr Kokosnuss sofort. Auch so ein Bounty-mäßig. Ja. Was mich wundert ist, Porter sind oftmals halt starke Biere, die auch schwer sind. Aber das ist eher so, eher westlich, finde ich. So. Also ich wollte gerade sagen, von Starkbier merkst du jetzt nichts. Es ist eigentlich sehr, sehr angenehm, sehr trinkbar. Du findest es wässrig, okay. Ich bin jetzt nicht so der. Aber ich finde es jetzt nicht extrem herb, sondern es ist schon eher was Süßeres. Ja, definitiv. Es hat diese dunkle Note, das ist, glaube ich, einfach dieses Porter. Ich kenne mich bei Bier halt nicht aus, keine Ahnung, aber so würde ich das jetzt assoziieren. Die Süße von der Kokosnuss, das Dunkle vom Port. Bin schlecht vorbereitet. Porter war das Bier, was in den Häfen die schwere Arbeit machten, also Sachen trugen auch. Das Bier von denen, das eben sehr gehaltvoll ist und kräftigen sollte. Deswegen Porter, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber das ist passt irgendwie nicht so ganz. Ich finde, es ist eher lecker. Nicht so also, stark. Aber jetzt als erstes Bier heute. Ich hatte vorhin auf dem Erdbeerfest schon Kölsch, aber ja, kann man trinken. Mhm. Ich hatte es schlimmer in Erinnerung, als ich bei Marco probiert habe, aber da hatte ich halt auch vorher schon Whisky. Ja, okay. Also es ist interessant. Das ist keins, was ich mir ständig kaufen würde, muss ich zugeben, oder öfters trinken würde. Aber ich glaube, es ist eine Charge und dann ist es weg. Ist bei Craft Beer aber doch oft so. Oft oder so, nicht? Ja, genau. Übrigens hat es 32 Bitterness-Einheiten, das ist schon recht viel. Die merke ich eben nicht an. Ich wollte gerade sagen, also bitter finde ich das jetzt nicht. Das ist vom Hopfen her wahrscheinlich so gemacht, dass es auf diese 32 Bitter-Einheiten kommt. Mache ich irgendwann ein Video zu. Ich merke, ich bin Whisky-Trinker und bin in Alkohol nicht gewohnt, zack, weg. Oh ja, schmeckt lecker. Leer. Gut, ja. Kann ja ein lustiger Abend werden. Ja, wird's bestimmt. Habt ihr das Bier schon gehabt? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Vielen Dank an Manuel, dass ich hier sein durfte und mit dir das Video machen durfte. Gerne, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich muss die Datei gleich mitnehmen, nicht vergessen. Ja, das kriegen wir schon hin. Und ja, gerne ein Abo da lassen, gerne kommentieren, ob ihr das schon hattet, was ich probieren soll für euch. Und dann sag ich mal, Prost, bis bald. Ciao.